Rehkitze, die auf einer Wiese herumtoben, an sich kein ungewöhnliches Bild. Für Annemarie Prehm schon. Vergangene Woche hat sie ihre vier Zöglinge, Bockerl, Elli, Jakob und Wolfi, von Stetten in einen Wald in Ostbayern ausgewildert. Nicht nur ihr fällt der Abschied schwer, Bockerl sucht immer wieder die Nähe seiner Ziehmutter, schaut sich nur sehr zaghaft in seinem neuen Zuhause um. Anfang Juni hat sie ihn als erstes der vier Rehkitze bei sich auf ihrem Tierschutzhof in Wörth an der Donau aufgepäppelt. Durch das, dass ein Reh ein Selektivfresser ist, das heißt, er geht jetzt nicht wie ein Pferd oder eine Kuh auf die Wiese und grast da, sondern da ein Bladl, dort ein Bladl. Und ja, muss man halt dann, wenn man unterwegs ist, denken wie ein Rehgas. Und was könnte dem jetzt schmecken und was heute gut war, heißt noch lange nicht, dass das morgen schmeckt. Also das ist schon nicht einfach. Der Abschied von Bockerl, Elli, Jakob und Wolfi von Stetten fällt Annemarie Prehm sichtlich schwer. Ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich freue mich, dass dahin kommen, wo es ursprünglich herkommen und die Kern in die Natur. Aber das Herz hängt halt schon gescheit dran. Und dann muss es der Natur überlassen. Und das Natur kann mitunter grausam sein. Aber gemeinsam schaffen sie es hoffentlich. Nach anfänglichem Zögern hat dann übrigens auch Bockerl Gefallen an seiner neu gewonnenen Freiheit gefunden.